Willkommen vom ESCH 2019 hier in Orlando. Mein Name ist Martin Dreiling von der Universität München. Was gibt es für Neuigkeiten gerade bei der Therapie von Lymphomen? Und hier möchte ich fokussieren auf die klinisch relevanten Änderungen, speziell bei Mantelzelllymphomen. Es gibt, glaube ich, hauptsächlich zwei Themen, die für uns in der Klinik wichtig sind. Der eine Punkt, Rolle der molekular gezielten Therapien, Targeted Therapies, und zum zweiten die Rolle der Immuntherapie. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Wir wissen beim Mantelzelllymphom, dass es eigentlich zwei Gruppen von Erkrankungen gibt. Zum einen das klassische Mantelzelllymphom, was eher ein indolentes Mantelzelllymphom ist, und das zum zweiten die Hochrisikofälle, und die sind charakterisiert durch drei inzwischen international anerkannte Parameter: P53-Mutation, Ki67 über 30% oder blastoide Variante. Wo ist jetzt die Rolle der gezielten Therapien? In der First Line wurden auf diesem Treffen jetzt Daten präsentiert von der spanischen Gruppe zur Rolle von BTK-Inhibitor-Monotherapie. Und was man sagen kann, die Daten sind sehr ermutigend. Das heißt, ich sehe für die Zukunft durchaus, dass diese Monotherapie eine Rolle spielt bei den indolenten Mantelzelllymphomen, und das wird zurzeit in einer großen randomisierten Studie der englischen Studiengruppe geprüft. Zum Zweiten, wie sieht es aus im Rezidiv? Da ist die Erkrankung in der Regel aggressiver. Und da müssen wir vermeiden, dass eine frühzeitige Resistenz auftritt. Was machen wir? Wir testen Kombinationen. Und Contam von der australischen Studiengruppe hat auf diesem Treffen die Langzeitdaten zu der Kombination von Ibrutinib, dem BTK-Inhibitor, und Venetoclax, dem BCL2-Antagonisten, vorgestellt. Und was man sagen kann, auch im längeren Follow-up sehen wir anhaltende Remission. Aber was man auch zugeben muss, für die Hochrisikofälle wird das nicht die endgültige Antwort sein. Da brauchen wir was Neues. Und was gibt es Neues? Michael Wong von MD Anderson präsentiert auf diesem Convention neue Daten zum Ansatz von KT-Zellen bei rezidivierten Mantelzelllymphomen. Das ist ein Ansatz, der bei Diffuse Large B-Cell-Lymphomen bereits zugelassen ist. So, wie sehen die Daten bei Mantelzelllymphomen aus? Mit diesem Ansatz sind die Langzeitergebnisse sogar besser als bei den diffus großzelligen Lymphomen. Und was wichtig ist, ein Teil dieser Patientenkohorten sind wirklich Hochrisikopatienten. Das heißt, auch für die Hochrisikomantelzelllymphome haben wir im Rezidiv in Zukunft einen wirkungsvollen Ansatz. Natürlich müssen wir jetzt zunächst auf die Zulassung warten, aber in unserem europäischen Mantelzelllymphom-Netzwerk untersuchen wir genau diesen Ansatz. Wie kann man die Hochrisikopatienten mit vielleicht ganz anderen Ansätzen der Immuntherapie letztendlich doch in eine Langzeitremission bringen und vielleicht auch heilen? Aber das werden erst die nächsten Studien zeigen.